Hi meine Freunde, willkommen zu einer neuen Preview vom Fairy Tail von Folge 179. Und für mich heißt sie die Stärke der Gefühle. Es ging, also ich glaube der Titel war was anderes, wie immer. Aber ich denke mir immer was Tolles aus, was dazu passt. So, und das Augenmerk legt sich eigentlich auf zwei Punkte. Auf den bestehenden Kampf zurzeit von Gray und Rufus, der auch jetzt entschieden wird. Also Fairy Tail gegen Sabertooth. Und der erste Master, unsere taktische Kriegsfee sozusagen, sagen wir mal, die sagt, dieser Kampf ist entscheidend für das Verlieren von Sabertooth. Und anscheinend ist sogar Rufus der Captain, also der Chef. Aber das wurde noch nicht gesagt. Aber man hat gesehen, dass Fairy Tail am Ende 50 Punkte hat. Aber ist ja natürlich klar, dass Gray es schaffen wird. Aber es sah eigentlich gar nicht so aus, als wäre so. Und der zweite Aspekt der Folge setzte sich auf das Tun von Natsu, Lucy, Mira, Jane, Wendy, Happy, Charlie und Pantalili. Weil die sind ja zurzeit in einem unterirdischen Gefängnis, kann man schon fast sagen. Weil die wollten ja, Yakino? So hieß sie ja, glaube ich. Sie wollten sie ja, also haben sie mitbefreit, wo sie Lucy befreit haben. Aber kamen dann komischerweise in ein Gefängnis. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit diesem Thema an. Weil ihr seht ja auch gerade verschiedene Bilder. Weil ich habe mir gedacht, es waren so viele Aspekte der Folge. Da packen wir mal die paar Bilder rein von diesem Aspekt und nachher den Aspekt von Grays Kampf. Und da seht ihr jetzt ein paar sexy Bilder und genau darum dreht sich, weil die finden einfach keinen Weg, wie sie rauskommen. Aber der kleine Happy kommt auf eine super Idee. Wir machen eine Ablenkung, weil die vermuten, dass sie beobachtet werden, entweder von der Prinzessin, die sie da eingesperrt hat, aber was wahrscheinlich eher nicht so sein wird. Aber die denken, ja, die lacht sich bestimmt einen jetzt ab, dass wir hier so eingesperrt sind und nicht mehr rauskommen. Aber weil da auf jeden Fall eine Möglichkeit gibt, die zu beobachten, werden wahrscheinlich die Soldaten die beobachten. Und Happy deutet das nur an und dann Natsu direkt, wir machen wieder eine sexy Ablenkung. Und dann Happy sagt, genau das wollten wir machen. Und Natsu packt schon die Bilder aus. Hier sind doch eure sexy Bilder hier. Von dir, Lucy, und von dir, Mira. Und sogar zusammen. Und das sind auch jetzt die paar Bilder, die ihr da seht. Damit ihr auch seht, worum es geht. Und dann wundern sich alle, wo kommen denn jetzt die Bilder her? Wo hast du die her? Ja, die liegen hier rum. Oh, das ist schon 7 Jahre her. Also kurz bevor die in der Zeit verschollen sind sozusagen auf dieser Insel mit dem ersten Master. Und dann dachte Lucy so, ich will nicht. Und Yakino, die checkt gar nicht, was hier abgeht. Und sowas hast du gemacht, Lucy. Ja, das war halt mal ein Job von mir, sagt sie so. Aber dann Mira ist schon umgezogen. Ja, ich mach natürlich mit, ich unterstütze dich. Wie immer. Sie ist immer sehr freizügig schon immer gewesen. Sie war ja schon immer in dem Sorcerer Weekly, wie hieß er? Weekly Sorcerer hieß ja, glaube ich, die Zeitschrift. Da war sie ja eigentlich wöchentlich vertreten als hübscheste Magierin überhaupt. Und im letzten, bevor die verschwunden waren, war ja Lucy und Mira, glaube ich, beide drinne. Deswegen gab es ja auch diese Zeitschrift. Und da sieht man noch hier ganz viele Tote, ganz viele Zeitschriften vor denen und sogar eine Nachricht. Wir kommen hier nicht raus, aber das Einzige, was ich habe, Mira ist bei mir, Miratan, Miratan, Miratan. Das ist, ja, schon ein bisschen beängstigend. Aber anscheinend wirkt, dass überhaupt nichts passiert, wo sie sich verkleiden. Also nicht verkleiden, sich sexy anziehen. Und dann Mira sogar noch richtig abgeht und ihre stärkste Rüstung anzieht und sagt, wenn ihr mich sexy sehen wollt, dann müsst ihr hier reinkommen. Aber nichts passiert. Das Einzige, was man dann noch sieht, ist, da kommt so eine kleine Blume hinter denen.
und öffnet sich und da kommt eine Blume, also so ein Auge heraus. Als wäre das die Möglichkeit, die zu beobachten. Oder es ist eine Pflanze, die da unten lebt. Man weiß es noch nicht, weil da ist es zu Ende unten. Das war auch eigentlich das Ende von der Folge. Aber ich dachte, wir wollen am Anfang das Augenmerk mal auf diese Sache legen, weil das passiert ja zur gleichen Zeit eigentlich genau wie aus überall passiert während des Turniers, wo Gray und Rufus gegeneinander kämpfen. Und man sieht noch am Ende so Zukunftsbilder, was passieren wird unten in der Höhle, dass irgendwas mit der Pflanze zu tun hat und natürlich auch Kämpfe, die sein könnten. Nur die Konstellation weiß man noch nicht. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viel hat man gesehen, 4 bis 6 verschiedene Charaktere. Also da wird es mehr Augenmerk geben auf mehrere Kämpfe gleichzeitig und natürlich auf den Kampf unten, weil da wird es auch einen Kampf geben mit irgendwelchen Leuten, auch mit der, irgendwas hat das mit der Pflanze noch zu tun. Aber hier bei uns in dieser Folge hat es nur mit 2 Personen zu tun in dem Kampf, um Gray und Rufus. Dann fangen wir mal mit dem an. Und der Master sagt, also Master 1 sagt, das ist sehr wichtig, dieser Kampf. Das ist entscheidend für die Niederlage von Sabertooth und natürlich für den Sieg von uns. Obwohl es nicht wichtig ist, ob Gray gewinnt oder nicht. Aber laut den Berechnungen von ihr hat er eigentlich nicht viele Chancen gegen Rufus, aber sie hofft auf die Gefühle von Earl Grey und hofft darauf, dass er trotzdem gewinnt, auch wenn die, wie nennt man das? Auch wenn die Statistik sozusagen, also die Werte, die sie gesammelt hat, nicht für Grey sprechen, weiß sie aber, dass sie dass er gewinnen wird. Und Grey geht dahin und sagt, jetzt ist vorbei mit dir. Und sie fangen an zu kämpfen und das, man merkt schon am Anfang, er merkt sich, also der Rufus merkt sich alle Techniken, die unser Gray macht und kann sogar ihm vergessen lassen, weil wenn er wird angegriffen und Gray macht ein Schild und dann sagt er einfach vergessen und dann ist das Schild weg, einfach so. Da fragt man sich, wie kann das passieren, ne? Aber der hat halt eine sehr coole Technik und liest sie die ganze Zeit in den Büchern und sagt, ja, ich habe das jetzt auch gelernt, hier diese uralte Techniken, weil die kämpfen gerade in so einer Bibliothek. Und er sagt, ja, ich erinnere mich sozusagen an die Techniken von früher, nur durchs Lesen, aber mit einer Neuinterpretation auf meine Weise. Und somit entstehen neue Techniken und kann sogar neue miteinander verbinden. Und haut die Attacken auf ihn drauf und beschwört ein paar Eisritter und sowas auf seine Art. Das ist so eine alte Technik irgendwie gewesen, aber halt aus Eis und so. Und Yuvia sieht sich das mit an auf dem Monitor und sagt, oh, ich wäre so gerne bei dir und würde dir helfen, ich würde sofort kommen. Aber ich vertraue dir, weil Gray hat zu ihr gesagt, ich möchte das alleine machen und ich werde es schaffen. Und wenn er sagt, er schafft es, dann glaubt halt jeder bei Fairy Tail auf jeden Fall daran. Da wird auch keiner dazwischen gehen. Das ist auch immer so, wenn zum Beispiel Natsu sagt, ich mach das jetzt allein, dann darf da halt keiner dazwischen, ne? Und Rufus lernt immer mehr und mehr auch die Techniken von Gray und sogar noch alte Techniken zeigt er, so Feuerattacken und so. Und da sagt aber Gray, ach, das sind doch, ist doch kein Feuer, was willst du mit diesem Feuer, ne? Aber Gray sieht immer mehr ein, irgendwas muss er tun, weil es sieht aus, als würde er verlieren. Aber er kämpft ja nicht nur für sich, also er will ja die Revanche, weil er verloren hat beim letzten Mal. Aber er kämpft ja auch für Lucy, aber das Größte ist, er kämpft dafür, dass er dieses Mal gewinnt. Und er sagt, an dem Punkt, wo er dann kommt, jetzt zeige ich dir wirklich meine Erinnerungen, die mich stark gemacht haben. Das sind die Kämpfe, die ich bestritten habe, die ich gewonnen habe, die ich verloren habe. Durch die Erinnerungen werde ich stark. Und er sagte, mit den Erinnerungen, die du hast und die du jetzt kriegen wirst, wirst du nicht klarkommen. Und dann sagt er, er zieht er sich aus, wie man es halt von Gray kennt, er zieht sich aus und dann sagen schon alle, die in der Tribüne sitzen, oh, Gray legt jetzt richtig los, er zieht sich aus. Das kennt man ja von ihm. Und dann sagt er so, seitdem ich das Symbol Fairy Tail auf meiner Brust habe, habe ich nie zweimal
gegen den gleichen verloren. Beim zweiten Mal habe ich immer gewonnen. Also wenn er mal beim ersten Mal nicht gewinnt, dann gewinnt er wenigstens beim zweiten Mal. Und dann haut er richtig rein mit seinen Erinnerungen, macht eine Riesenattacke mit sehr vielen Beschwörungen von verschiedenen Sachen. Und das nennt er dann Ice Mage Unlimited. Also er beschwört unendlich viele verschiedene Sachen. Dann macht er so einen Sturm, den ihr jetzt auch wahrscheinlich seht. Und haut richtig raus. Und friert ihn ein, weil er gar nicht klarkommt mit diesen Erinnerungen. Das sind so viele Sachen, die kann er sich nicht merken mit seiner Erinnerungskraft. Also Magie. Und er sagt, nee, da komme ich nicht klar. Und dann wird er eingefroren und dann sagt er, ja, ich kann mich aber an Feuer erinnern. Und dann macht er eine Feuerattacke und Gray sagt, ja, das Feuer, das ist ja nix. Ich kenne da Besseres, wo er natürlich Natsu andeutet. Und dann haut er nochmal richtig rein und macht seinen Finisher und besiegt ihn. Und dann sieht man noch so eine Einblende, dass jetzt Fairy Tail 50 Punkte hat. Ich weiß nur nicht, wie viel sie vorher hatten. Aber sie sind jetzt auf Platz 1. Und man sieht auch nicht mehr wirklich, was jetzt damit zu tun hat, wie viele Punkte sie jetzt genau bekommen haben. Und man sieht nur, er hat gewonnen. Und der erste Master sagt genauso. Hat sie das erhofft. Aber das war das erste Mal, wo sie sagte, das hat sie nicht geplant, obwohl sie sonst immer alles plant. Aber wenn es um Gefühle geht und sie schon vorher weiß, es ist normalerweise aussichtslos für eine Person, aber wenn es um Gefühle geht, kann das einen Kampf immer wieder drehen und für die Person den Kampf entscheiden. Und da würde ich sagen, dann sind wir auch schon am Ende. Das war die Zusammenfassung. Wir können uns wieder auf 2, vielleicht sogar 3 verschiedene Kämpfe freuen, die mit dem Turnier zu tun haben. Und ein paar sogar von Sabertooth. Und ich hoffe natürlich sogar einen Kampf von Yuvia. Das wäre natürlich sehr cool, finde ich jetzt persönlich. Und ich glaube, dieses Mal wird es noch keinen Kampf geben, so einen richtig krassen von Lexus und Gael. Aber das werden auch bestimmt so eine Spezialfolge, vielleicht auch eine Einzelfolge sein, wie bei Gray. Was natürlich sehr cool sein wird. Und dann würde ich sagen, dann sind wir auch am Ende. Und dann sehen wir uns nächste Woche bei der nächsten Folge und natürlich auch bei anderen Projekten. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.